So, willkommen zurück zur Pokémon Kristall Redlock Challenge. Wir sind hier im Knofensa Turm und werden gucken, wie weit wir jetzt kommen. Unsere Teams sind gerade, lasst mich nicht lügen, Schnappi und Pekerno und Bella und Wollmer. Und ich glaube, ich wechsle nochmal die Teams aus. Ja, nicht wirklich auswechseln, aber ihr wisst schon, was ich meine. Einfach nur die Partner auswechseln, weil Bella und Vollmer wollen auf jeden Fall noch ein wenig Training abkriegen. Ich möchte gucken, was wir so alles Schönes finden. X-Treffer. X-Treffer in der Atemtasche. Ein wildes Pokémon. Und es ist ein... Nebulak! Ein wildes Nebulak, Level 5, weiblich. Okay, Nebulak gegen Bella. Bella hat keine Attacken mehr übrig. Jetzt weiß ich, warum ich Bella zurückgesetzt hatte. Verzweifler! Bella hat sich selbst verletzt. Bella hat keine Attacken mehr übrig. Noch ein Schlecker, sind 5 KP. Verzweifler! Ja, einer geht noch. Ich glaube nicht, dass Bella kritten wird. Schlecker. Nur 3. Ach nein, Schlecker, nicht Nachtnebel. Bella ist paralysiert, was mir gar nicht gefällt. Bella wird verletzt. Ja. Pokémon wechseln oder. Nee, da kommt kein Nachtnebel. Ein Crit denke ich mal auch nicht. Ich versuche es mit dem Pokéball. Mal gucken, ob wir Nebulak fangen. Ich habe extra mit dieser Aufnahme gewartet, bis es Ingame Nacht ist. Weil ich Nebulak haben wollte. Toll, Nebulak wurde gefangen. Haha, schön. Für Nebulak wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Nebulak, Gas, Größe 1,30 m. So groß soll das sein, okay. 0,1, also 100 Gramm. Es entwickelt seine Feinde. Warte mal, es umwickelt seine Feinde mit seinem Gaskörper und schwächt sie, indem es langsam Gift injiziert. Oh, was für ein gemeines Pokémon. Gefällt mir. Möchtest du Nebulak einen Spitznamen geben? Ja. Es ist weiblich, es ist ein Geist, ergo kann man durchfassen. Mir fällt jetzt aber keine weibliche Person ein, wo ich mir denke, yo, das sollte man durchfassen können. Ich nenne sie es jetzt einfach mal Trick. Ah, da. Trixie. Warum? Einfach so. So, damit haben wir Trixie im Team. Ohne Teammate und der Partner muss ein männliches Pokémon werden. Ich muss auch Schnappi und Picerno wieder nach vorne setzen. Fällt mir gerade auf, weil Wollmer und Bella. Die bringen es leider gerade beide nicht. Schnappi und Picerno. Wobei eigentlich Picerno nach vorne. Schnappi levelt sowieso recht schnell nach. Zumindest habe ich es vor. Ein Trainer, den will ich haben. Wirbel wie Laub im Wind. Weißer Ludger möchte kämpfen. Weißer Ludger schickt Knofensa in den Kampf. Ja, davon haben wir auch eins. Picerno, los! Schnabel! One-Hit-KO, danke! Ach ja, schön, Picerno leveln. Weißer Lutzka setzt Knofensa ein. Pokémon wechseln? Nö. Das war sowieso irgendwie der größte Fehler, den ich machen konnte. Es Picerno nennen mit O. Nicht Pikerna oder sowas. Nein. So einen schönen männlichen Namen. Setzt noch ein Knofensa ein. Pokémon wechseln. Nö.
Bikernos Schnabel ist sehr, sehr hilfreich. Deswegen darf es das auch weiterhin einsetzen. Fenster wurde geschickt. Level 9. Ludger besiegt. Ich bin schwach. Batze 96, teil nach Hause, wie immer. Mutan soll ja auch einkaufen gehen können. Ein Trank. Trank in die Item-Tasche. So, und weiter geht's. Ich trainiere, um durch Pokémon die Erleuchtung zu finden. Ah ja. Was trainierst du denn für Pokémon, sag mal? Detlef möchte kämpfen. Schickt Knuffenser in den Kampf. Also mit einem Knuffenser möchtest du also die Erleuchtung erhalten. Äußerst logisch, muss ich so sagen. Sehr effektiv. Wachstum. Spezialangriff steigt. An sich gar keine schlechte Idee, wenn du zum Angriff kommen würdest und deine einzige Pflanzenattacke, die du kannst, nicht physisch wäre. Weiser Detlef wurde besiegt. Mein Training ist unvollständig. Und schickt einen Teil nach Hause. Mit der VM des Weisen kannst du selbst die dunkelsten Orte erhellen. Achso, selbst dunkelste, nicht selbst die, ach egal. Ihr wisst, was ich meine. Und ihr wisst auch, dass ich mich sehr, sehr gerne verhaspel. Weiser Lukas möchte kämpfen. Weiser Lukas schickt Knuffenser in den Kampf. Knuffenser. Wenn ich mir so überlege, in Pokémon, wo Ash statt erstmal in der Liga kämpft und gegen einen Knuffenser kämpfen musste, was sogar Pikachu ausgenockt hat, hat er eine einfache Antwort darauf auch parat gehabt gegen dieses Knuffenser. Wisst ihr die Antwort noch? Wenn ja, mal ab in den Kommentaren. Wenn nicht, die Auflösung im nächsten Part. Weiser Lukas wurde besiegt. Denken ist eben meine Stärke. Ja, kämpfen nicht. Ein Teil nach Hause. So, und jetzt du noch. Ich will sehen, wie sehr du deinen Pokémon vertraust. Ja, da du sowieso nur wieder Knuffensas hast. Weiser Ingolf möchte kämpfen und schickt Knuffenser in den Kampf. Was macht man denn gegen ein Knuffenser? Ganz einfach, Schnabel. Und da ist sie auch schon. Oder es? Ach egal. Es reicht nicht für ein One-Hit-KO. Hat, glaube ich, schon bei dem Sechser nicht mehr gereicht. Egal, auf jeden Fall kriegt Picerno jetzt Level 10 gesponsert. Dank diesem Knuffenser. Ja, ich hab's noch gesagt. 18, 12, 12, 12. Wow, so viele 12er. 22. Also relativ flott. Setzt Huthut ein. Pokémon wechseln. Ja. Schnappi. Weil gegen Huthuts, da kann unser Schnappi aka Kanimani noch was ausrichten. Ein Knuffenser, das ist mir doch ein bisschen zu haarig. Kratzer-Raserei. Kratzer. Dauert zwar auch Ewigkeiten, ist mir aber jetzt erstmal. Ich nehme Raserei. Wenn Huthut mit Tackle angreift, dann wird Raserei noch stärker. Ja. Verfällt in Raserei. Und nochmal. Das ist das Schöne, das ist jetzt hier Generation 2. Ich hatte letztens mal gemeint Generation 3, aber nein, das ist 2. Und in Generation 1 war noch der Riesennachteil, dass der denn, wie hieß es, ja, Raserei kontinuierlich durchgegangen ist und man es nicht abbrechen konnte. Ja, du vertraust ihm wirklich. Ja, warum auch nicht? Schickt ein Teil nach Hause. Und weiter geht's. What? Du bist wirklich ein begabter Trainer. Wie abgemacht bekommst du die VM? Eines gebe ich dir noch mit. Behandle deine Pokémon besser. Dein Kampfstil ist zu aggressiv. Pokémon sind keine Kampfspielzeuge.
Er behauptet, ein Weiser zu sein. Aber er ist schwach. Das muss noch geklärt werden. Ich würde nie gegen so einen Narren verlieren, der mir rät, meine Pokémon gut zu behandeln. Für mich zählen nur starke Pokémon. Schwache Pokémon interessieren mich gar nicht. Massive benutzt Fluchtseil. Ja gut, jetzt unser tatsächlicher Gegner Marcy Gamer. Ich glaube nicht, dass er so reden würde, aber es gefällt mir storytechnisch. Fluchtseil in der Itemtasche. Du forderst uns nicht direkt raus. Dies ist ein dynamisches Gemälde von Knofenta. Gibt es da vielleicht irgendeinen Trick, dass man da einen Knofenta an die Spitze setzen muss? Ganz ehrlich, ich probiere das jetzt mal aus. Tausch. Wo haben wir es denn? Schnappibella? Nein, Wollmer. Ne, klappt nicht. Schade. Also wieder zurückwechseln. Wollmer. Tausch. Geh gerne nach vorne. Und dann darf unser Main-Team hier weitermachen. Schön, dass du gekommen bist. Der Knofensa-Turm ist eine Trainingsstätte. Trainer und Pokémon prüfen ihre Freundschaft, um gemeinsam eine rosige Zukunft aufzubauen. Und ich bin der letzte Test. Erlaube, dass ich die Freundschaft zwischen dir und deinem Pokémon überprüfe. Mit einem Pokémon-Kampf! Weiser Marek möchte kämpfen. Schickt Knofensa in den Kampf. Und immer noch Level 7, da wird Pikerno wieder mit aufräumen. Oder damit den Boden wischen. Wobei mit einer Pflanze den Boden wischen ist nicht ganz so toll. Wachstum. Reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht. Lalalalala. Nochmal Schnabel. Das ist sehr effektiv. Knofensa besiegt, Pikerno erhält 126. Auch schön. Setzt Hut Hut, Pokémon wechseln. Ja. Schnappi, das kleine Krokodil, kommt nicht aus Ägypten und kriecht auch nicht im Nil. Kratzer. Boah, nee, ne? Jetzt fängst du an zu heulen. Armes, kleines, trauriges Hut-Hut. Level 10, wisst ihr was? Ich arbeite doch mit Raserei. Soll er doch machen, was er will. Wenn er angreift, hat er ein Problem. Und nur mit Gesichte und Heuler wird er mich nicht besiegen können. Zecke, dadurch wird die Raserei stärker. Das waren 5. Also einen normalen und einen Crit müsste Schnappi überleben im Notfall. Noch ein Zecke. Ja, verfällt in Raserei. Schnappi, Raserei. Funktioniert. Wie gesagt, ein Crit müssten wir sogar noch überleben, deswegen verfällt in Raserei. Setzt Raserei ein. Reicht? Reicht. Hutut wurde besiegt. Schnappi 123, 1, 2, 3. Level 10, wow. Das waren ordentliche Erfahrungspunkte. Setzt Knofensa ein. Pokémon wechseln? Ja, safety first. Pikerno. Schnappi, genug, komm zurück. Los, Pikerno. Hey. Und Schnabel. So, halt den Schnabel, Knofensa. Sehr effektiv, Knofensa Wachstum. Spezialangriff steigt und Schnabel. So, das war's. Pikerno Level 11? Ja. Weiser Marek wurde besiegt. Ah, sehr gut. Batze hält 320 und schickt einen Teil nach Hause, wie immer. Meine Güte, du und deine Pokémon dürftet keine Probleme mit dieser Attacke haben. Nimm diese VM, sie enthält Blitz. VM, nicht CM. Batze steckt Form 5 in die TM-Tasche.
Mit Blitz kannst du die dunkelsten Orte erhellen. Um Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden zu können, benötigst du den Orden des Arena-Leiters von Viola City. Okay, jetzt möchte ich aber gerne mal wissen, wer kann es denn erlernen? Blitz einem Pokémon beibringen? Ja, es könnte nur Wolmer erlernen. Okay. Und ich nutze von Marcy die Variante rauszukommen mit dem Fluchtseil. Ja, genau, nachts. Nachts hat man nämlich eine 85%ige Chance, in dem Knopfhänserturm Nebulak zu fangen. Tagsüber hat man eine 100%ige Chance, Ratzfratz zu fangen. Und nachts, die anderen 15%, ist halt Ratzfratz. Das wollte ich nicht haben. Guten Abend, du bist spät dran. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, bitte. Wir benötigen deine Pokémon. Dum, dum, da, da, dum. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. So, und jetzt möchte ich gerne was gucken. Pokécom, dafür haben wir uns die Karte geholt. Da, Knopfhänserturm, klar, 32, ja. Alles halb so wild, das wollte ich aber gar nicht wissen. 35. 36, also ist das eine eigenständige Route. Ja, 36. Gehen wir zur Route 36. Da sollten wir von hier aus sogar noch hinkommen, um uns noch ein weiteres Pokémon zu fangen. Wechseln. Bellatrix, Wormer, Trixie. Trixie könnte sich nach vorne stellen, um ihr Partner zu fangen, aber möchte ich das auch? Ich glaube nicht. Tausch. Dürfen Bella und Wormer machen. Trixies neues Partner-Pokémon fangen. Müssten sie eigentlich recht gut hinkriegen. Und wenn nicht, habe ich einfach Pech gehabt. Route 36. Ein merkwürdiger Baum blockiert jetzt die Straße nach Dukatia City. Wegen dieses Baumes kann ich nicht einkaufen gehen. Man sollte etwas dagegen tun. Aha, was sagst du? Oh je, ich wollte den Baum mit einem mächtigen Hieb in zwei brechen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe versagt. Was für ein Baum? Achso, der Baum. Ein wackelnder Baum. Aber da können wir uns jetzt ein neues Partner-Pokémon fangen. Männlich muss es sein. Und es wird ein... Hut. Okay, ist es auch männlich? Ja. Hut hat, glaube ich, keinen Schnabel, also Blutsauger. Ui, nicht so viel auf einmal. Heuler, ja, das juckt mich relativ wenig. Ein Hut als Partner für ein Nebulak. Na, wenn das nicht lustig wird. Wobei, es gibt da eine nette kleine Spielvariante von dieser Kombination, die mir gerade einfällt. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich dazu überhaupt komme. Hut und Alpollo weit genug zu trainieren. Ja, Alpollo. Nebulak weit genug zu trainieren, dass es auch funktioniert. Die können nämlich auch nach hinten losgehen, meine Idee. Und dieses Hut wird uns Zeit kosten und ich will da nicht mit Knopfhänser ran. Und Bella ist momentan absolut nicht stark, da werde ich irgendwie einen Trainingspart einlegen müssen zwischendurch. Die Frage ist nur, onscreen, offscreen, gespeedet, nicht gespeedet? Also einfach zusammengepresst, dann habt ihr so eine Hardcore-Variante von dem Ingame-Sound, ohne meine Sprachspur. Ich weiß es noch nicht. Muss ich einerseits mit Marcy absprechen, andererseits könnt ihr eure eigenen Meinungen ja auch in die Kommentare reinschreiben. So, nur um die Kleinen ein wenig nachzuleveln.
Wobei, Marci kann ja auch unten reinschreiben in die Kommentare oder per Skype, was er meint, was am sinnigsten ist wegen Pokémon nachtrainieren. Oder ob wir einfach sagen, hey, wir spielen ganz normal durch und versuchen passiv zu trainieren, soweit es möglich ist. Ich weiß es doch nicht. Ja, ich will aber noch ein bisschen Schaden auf Hutrute bringen. Und wenn ich Bella schon wieder auf 0 AP bringen muss. Das ist der Nachteil, dass Bella nur eine Attacke hat. Aber sie hält einfach Ewigkeiten auf, aus durch den Blutsauger. Leider haben wir keinen Pflanzengegner. Oder ähnliches, wo Bella vernünftig Schaden machen könnte. Mensch, das ist irgendwie gemein. Aber ich fand es interessant, dass Bellas Verzweifler Schaden an einen Nebelock gemacht hat. Das heißt nämlich, Verzweifler ist definitiv keine Normalattacke. Zu welcher Attackenart gehört eigentlich Verzweifler? Wer genaueres weiß, bitte in den Kommentaren. So. Allzu viel haben wir jetzt nicht mehr. Ja, letzter Blutsauger, den nehmen wir jetzt noch. Und dann versuchen wir es mit Bällchen. Ist zwar noch nicht rot, das Hut, aber trotzdem. Und noch ein Heuler. Ach, bist du so traurig. Beute. Pokéball. Für Hut. Mal gucken, ob es auch drin bleibt. Dann ist Route 36 lockt. Ja, toll, Hutut wurde gefangen. Für Hutut wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Hutut, Eule. Es ruft immer zur gleichen Tageszeit. Einige Trainer verzichten daher auf ihre Armbanduhren. Ah, dann haben wir eine Armbanduhr im Team. Schön, möchtest du Hutut einen Spitznamen geben? Ja. So. Es gibt doch... Genau. Swatch. Hutut ist eine Swatch-Uhr. Einfach nur Swatch. Muss reichen. Ente. Haha, willkommen im Team Swatch. So. Zurück zum Pokémon Center. Ganz schnell noch heilen. Und damit ist dieser Part auch schon wieder abgedreht. Und dreimal dürft ihr raten, was dann im nächsten Part rankommt. Kommt da entweder eine Trainingssession, laufen wir die nächste Route weiter, gehen wir tagsüber nochmal in den Knuffenserturm und gucken, ob da alles gleich aussieht, oder machen wir was ganz anderes. Wer weiß. Naja, ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.